Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute, meine Freunde, reden wir über Boruto Kapitel 39. Boruto Kapitel 39 war gut, aber ich fand Kapitel 38 war einfach ein Höhepunkt in der Boruto-Geschichte. Jedoch war Kapitel 39 auch spannend, denn wir konnten eine Diskussion zwischen Boruto, Kawaki und Shikamaru sehen, ja. Shikamaru war in diesem Kapitel ein wenig der Arschloch, aber das ist jetzt nicht schlimm so. Ich weiß, wieso er so dachte. Shikamaru ist eine intelligente Person und denkt eher an das Logische als an die Gefühle so. Und dementsprechend verstehe ich, wieso Shikamaru so reagiert hat, wie er reagiert hat. Und das ist ja auch nicht das Schlimmste, wie er reagiert hat. Was ich aber mega spannend an diesem Kapitel finde, ist, dass sie jetzt auf dem Weg sind zu Naruto, ja, denn sie haben ein Lebenszeichen bekommen. Naruto war kurz in Ohnmacht, deswegen haben wir auch im letzten Kapitel gesehen, wie Kawakis einter Arm runtergefallen ist, denn der Arm funktioniert ja mit Narutos Chakra, aber er ist dann wieder gegangen, weil Naruto quasi wieder aufgewacht ist, heißt, er ist nicht mehr in Ohnmacht und deswegen haben sich Boruto und Kawaki zusammen auf den Weg gemacht zu Naruto, ja, um ihn zu retten, gemeinsam mit Mitsuki und Sarada. Und jetzt kommt das Interessante, denn jemand bewacht Naruto und Kawakis Aussage war, der wird schlimmer sein als Jigen in diesem Moment, ja, in dieser Situation. Was das genau heißt, weiß ich nicht, aber das macht es schon mal spannend und ich glaube, Kapitel 40 wird noch einmal ein neuer Höhepunkt, denn es geht nur noch besser, es geht nicht mehr schlechter so. Boruto erreicht momentan ein Level, was mir sehr, sehr gut gefällt und was ich auch noch feiere, ist, dass Jiraiya 2.0, ja, jetzt auf dem Weg ist zu dem Versteck von Team Kara, denn er will wahrscheinlich gegen Jigen kämpfen, denn er weiß, dass Jigen nicht seine volle Power hat und das heißt für ihn, dass er eine gute Chance hat, Jigen zu schlagen und deswegen muss er es jetzt probieren. Das heißt, dort werden wir auch nochmal eine geile Szene haben. Das heißt, die Boruto-Geschichte ist sich, wie gesagt, wirklich am Aufbauen und wir müssen nicht mehr lange warten und dann passiert es. Die geilen Kämpfe und alles. Ich glaube, jetzt ist erst der Anfang so. Jetzt muss ich erst einmal alles aufbauen. Und was ich übrigens auch noch sehr, sehr spannend finde, ist Kawakis Aussage, denn Kawaki sagt, okay, ich muss es wirklich akzeptieren. Ich habe die gleichen Fähigkeiten wie Jigen. Das heißt wirklich, es war schon klar, aber jetzt haben wir es 100% bestätigt. Sogar Kawaki gibt es zu, dass Kawaki der nächste Körper von Jigen wird. Und ich finde das mega interessant, denn jetzt weiß es auch Kawaki. Heißt, er wird sich jetzt noch mehr darauf einstellen, dass jetzt aufpassen muss. Und er denkt sich jetzt leider auch, okay, ich bin wie Jigen. Das heißt, ich bin genau so ein Arschloch und alles. Aber das stimmt ja nicht. Natürlich muss ihn ja Boruto jetzt hier überzeugen, dass er eben nicht so ist. Und Boruto hat sich jetzt wirklich sehr, sehr stark für Kawaki eingesetzt in diesem Kapitel. Denn wie gesagt, Shikamaru war ein bisschen ein Arschloch. Er hat ihn ein bisschen in die Enge getrieben und hat gesagt, okay, Kawaki, du bist wahrscheinlich ein Spion und so. Kawaki war ruhig. Er hat sich selber ein wenig gehasst wegen halt Naruto, was mit ihm passiert ist und so. Und ich kann das verstehen, so dass sie dieses typische Schuldgefühle haben, obwohl man vielleicht gar nicht schuld ist. In diesem Fall ist ja Kawaki ist nicht wirklich schuld. Und ich finde es schade, dass es sich jetzt so diesen Kopf weggibt. Aber er macht es halt. Ich glaube natürlich, das ist auch extra gemacht, damit Boruto quasi, ja, Kawaki rettet und probiert, okay, zu motivieren. Nein, du bist nicht schuld und so. Das gehört da wahrscheinlich zur Story. Aber es ist okay, dass es so gemacht worden ist, denn das baut die Story noch ein bisschen mehr auf und es lässt noch ein paar Sachen offen sein. Ich bin wirklich sehr gespannt, was in Kapitel 40 noch passieren wird. Wie findet ihr Kapitel 39? Findet ihr es gut oder nicht? Schreibt mir das unten in die Kommentare und schreibt mir, wie ihr momentan Boruto findet. Würde mich sehr interessieren, denn ich verabschiede mich hier. Ciao!